Hey na, willkommen zurück zu einem weiteren Update-Video zu Craft Attack 11, beziehungsweise zu einem kleinen Rundlauf. Ich zeige euch, was ich Cooles gemacht habe und einfach mal ein bisschen Bamboo Bay, weil irgendwie ist diese City so verdammt cool und wir sind mittlerweile natürlich auch schon im End gewesen, haben den Ender Dragon Fight gemacht, den Download zu dem Pack dürftet ihr jetzt mittlerweile jetzt schon haben. Das Video sollte jetzt online sein, richtig geil, du. Und ich dachte, ich zeige euch mal ganz kurz ein bisschen die City und was ich vor allem so angestellt habe in der letzten Zeit, weil ich denke, irgendwie solltet ihr davon mal Bescheid wissen. Ich bin nämlich nur am Streamen und lasse das irgendwie ein bisschen mit den Videos so hinten durchfallen und ein bisschen vernachlässige das ein bisschen. Deswegen zeige ich euch erstmal meine süße Burze, die kennt ihr schon. Hat sich auch nicht viel verändert, aber wir haben eine extrem coole Neuerung hier drin. Ich weiß nicht genau, wie. Also ich bin ultra stolz drauf und ich hatte auch ultra viel Spaß beim Design. Und zwar haben wir hier einen neuen Geheimgang. Ja, und mit diesem Geheimgang, wenn man hier einfach wartet, landet man in diesem Dripleaf drinne und dann kann man hier runterkriechen und dann sind wir in den Anfängen von Griechenland. Herzlich willkommen, Leute, in Griechenland, der neuen City unter der City. Es ist doch schon sehr geräumig hier alles, ist schon gut designt, sag ich mal. Ich sag's, es ist richtig cool. Ist noch nicht so ultra gemütlich, aber das ist noch ausbaufähig. Wir haben auf jeden Fall noch Ideen für Griechenland. Auf jeden Fall ist Griechenland der mittlere Mittelpunkt unseres Geheimgangs, der eigentlich für was viel Cooleres da ist. Und zwar, er verbindet die zwei coolsten Häuser der City miteinander. Und zwar, wenn wir jetzt hier weitergehen. Also der Weg, wie gesagt, das wird auch alles ein bisschen schöner gemacht. Ganz klare Sache, aber das kommt ja noch mit der Zeit. Und dann kommen wir hier raus bei Skate. Ich habe den nämlich letztens im Stream einfach random getroffen. Und er hat einfach prokrastiniert. Aber nicht Content produziert, einfach ein bisschen Minecraft gespielt, weil er Lust hatte, weil es einfach so viel Spaß macht. Und wir haben da oben ein bisschen, ich sag mal so, dass die Häuser verbunden, damit alles Parkour-ready ist. Weil Skate ist ja Gott sei Dank auch so ein kleiner Parkour-Fanatiker. Dementsprechend haben wir hier für die alten Tage nochmal als kleine Erinnerung Hashtag Hypeskate auf beide Seiten geschrieben. Das passt super gut zu den WASD-Geschichten hier. Ich bin super happy, dass wir das hingebastelt haben. Das heißt, wir können jetzt von einem Haus zum anderen Haus rüberhüpfen und wir haben auch hier richtig cool so einen Übergang gebaut, beziehungsweise Skate hat den gebaut und ich habe dann gesagt, hey, lass doch einfach so einen Dripleaf mitten in den Weg stellen. Das stört doch ganz bestimmt keinen. Und jetzt kann man auch ohne Elytra quasi hier rüberfliegen. Und jetzt zeige ich euch was Interessantes. Boah, ist alles irgendwie One-Take und in einem, weil es irgendwie alles extrem nah beieinander ist. Ich muss, glaube ich, gar nicht cutten. Geilo. Also so kaum. Ich weiß, ich werde trotzdem irgendwie schneiden, aber ihr wisst ja, wie das ist. Naja. So, und zwar habe ich nämlich das Endportal verschönert. Und zwar haben wir jetzt hier ein richtig süßes Bambus-Endportal. Ein Bambus-Nether-Portal. So viel dazu. Ich muss nicht schneiden. Komm, jetzt bin ich doch. Warte, ich schneide das nochmal so raus und komme mal rein. Wir haben nämlich ein schönes Nether-Portal gemacht für Bamboo Bay, damit man auch erkennt, dass man in Bamboo Bay ist. Da ist immer noch ein nicht so schönes Nether-Portal. Das müssen wir noch verbessern. Hier haben wir noch ein neues. Das ist jetzt nämlich, da zeige ich euch auch gleich, was ich da angestellt habe. Und hier haben wir auch noch ein Portal für die Sandstadt. Ist noch nicht so hundertprozentig schön. Ich versuche mein Bestes, ich sage, wie es ist. Aber es ist auch ein bisschen challenging, weil man darf ja keine Blöcke benutzen, auf denen Monster spawnen können. Deswegen sind das hier alles irgendwie Half-Slabs oder irgendwie Carpets oder irgendwelche anderen Blöcke, auf denen eigentlich nichts spawnen kann. Deswegen ist das schon eine kleine Challenge, ich sage, wie es ist. Auf jeden Fall, das ist super cool, die kleine geschrinkte Variante der ganzen Map zu sehen. Ich habe auch richtig viel, ich war im letzten Stream gestern, war ich ganz, ganz viel unterwegs und habe ganz viele verschiedene Spots von anderen Leuten rausgefunden. Also da wohnt zum Beispiel Wichtiger, da wohnt Veni, da ist das Shopping District, da wohnt Spark, direkt neben der Mobfarm und so weiter. Das sind Big Badlands, da kann man richtig viel Blöcke holen, die Concrete Blöcke zum Beispiel, weil da ein riesige Badlands Biom ist, krank. Genau, und hier haben wir etwas Neues und das gehört aber auch noch zu Bamboo Bay und da gehen wir mal rein, weil da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, muss ich sagen. Und zwar hat das Ganze angefangen damit, dass wir das hinter meinem Haus, also wir sind hier gerade hinter meinem Haus, das ist auch super cool, weil man kann tatsächlich eine relativ große Strecke damit überbrücken. Das heißt also von einer Seite von Bamboo Bay bis zur ganz anderen. Das heißt, wir haben jetzt quasi einmal den Ost- und den Westbahnhof diesen Portalen verbunden. Richtig geilo. Und das hier, meine lieben Freunde, ich glaube, wir gehen dafür einfach mal auf den riesigen Bambus, das mal ein bisschen in all its glory zu zeigen. Wir können theoretisch auch mal K drücken. Oh Gott, und beten. Perfekt. Dann haben wir nämlich jetzt auch einen Shader drin. Pass auf, Leute, jetzt wird's krass. Dim, 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 perfekt. Herzlich willkommen im Naturpark, beziehungsweise dem Tierpark und dem Naturschutzgebiet von Bambus Bay oder Bamboo Bay. Wir haben jetzt hier einen riesigen Garten mit süßen Bäumchen. Da hinten ist noch ein Garten für die ganzen Kühe. Hier sind eher Schafe und Esel unterwegs. Hier haben wir eine riesige Weizenfarm, damit ich diese ganzen Blöcke hier, diese Mud Bricks auch machen kann, weil man braucht ja dafür Mud und dann halt Weizen dazu, um das trocken zu machen und daraus Bricks zu machen. Dann ist hier das Portal. Ja, und das ist halt einfach, ich sag's wie es ist ultra schön geworden. Hier haben wir auch eine kleine Hopper-Geschichte, die in Komposter geht.
Zeit und die Komposter machen mir dann immer schön Bone Meal. Jetzt gerade nicht, weil ich schon wieder alles verbraucht habe, weil ich ganz viele andere Dinge wieder begrünt habe. Genau, das ist eigentlich, ich weiß nicht, das ist eine süße, schöne Gegend hier. Ich bin richtig zufrieden, es ist so friedlich, die Tiere haben irgendwie voll viel Platz und ich habe ganz viele lustige Schilder überall hingestellt, die man auch erkunden kann, wenn man die Map dann später downloadet. Zum Beispiel, oder wenn ihr in meinem Stream seid, dann kriegt ihr das auch mit. Hier haben wir ganz viel rote Beete, hier haben wir ganz viel Kartoffeln. Das ist richtig cool und wir haben auch schon angefangen, also ich habe angefangen, einen süßen Weg zu designen und auch zu beleuchten. Und sogar mehrere, das heißt also einmal hier außen rum und da hinten geht nochmal ein Weg los zum Redstone-Tempel, denn da hinten ist ein Tempel. Und wenn ihr hier die Map seht, ich bin jetzt auch ein bisschen mehr rumgekommen bis jetzt in Minecraft. Also wir haben die Map erst später installiert, dementsprechend, das war auch eine lustige Bootreise, aber ich bin mehr dazu niemals. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier quasi einen richtig coolen Weg, mit dem wir den zum Redstone-Tempel kommen. Und den können wir einfach folgen. Hier haben wir auch eine süße Parkbank, richtig cool, falls man mal chillen möchte, um zum Beispiel eine Kartoffel zu essen. Eine Baked Schmotato. Übrigens auch immer noch das Schm-Data-Pack drin. Resource-Pack von Kesua Heli. Und ihr könnt das auf schmangwitch.net mittlerweile auf einer richtig fancy Webseite downloaden. Das ist super toll. Hier sind übrigens so kleine Enchantment-Schriftzeichen im Boden eingraviert mit der Schaufel. Mit der Schmaufel. Weiß nicht genau warum, aber warum, also warum nicht, ne? Also das ist eigentlich die Frage, die man sich eher stellen sollte. Dann haben wir hier eine süße kleine Bambusbrücke, durch die man jetzt mittlerweile auch durchschwimmen kann. Geilo. Und dann hört der Weg hier irgendwann auf, weil... Das sieht schon episch aus mit dem Shader irgendwie. Weil, Achtung, dieser Weg wird mal ein leichter sein. Genau, momentan ist er noch steinig und schwer, weil wir noch nicht genau wissen, wie dieser Tempel dann aussehen wird. Aber das Grundgerüst ist ja schon da. Das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr mal bei The Joecraft unterwegs wart. Ich flieg mal aus dem Dickicht hier raus und hier mal drüber. Und dann sehen wir, hier ist sozusagen der Instant-Teleporter, der mit Katzen funktioniert, wo ich brauche immer noch eine Katze, by the way, mit dem man sich dann, wenn man sich schnell ein- und ausloggt, hierher teleportieren kann, was super praktisch ist. Machen wir den Shader wieder aus, ist ganz schön dunkel hier. Genau. Und das ist sozusagen die Redstone-Technik, auf die ich auch sehr gespannt bin, da mal also ich weiß mittlerweile, wie es funktioniert, aber ich muss es noch eingerichtet bekommen, dass ich halt selber meine Enderperle in meinen Stasis-Chamber packen kann und dann quasi durch Reloggen hier lande. Und das wird super praktisch und super cool, deswegen bin ich super happy, dass wir ganz oft super in diesem Satz sagen. Nee, ich bin deswegen extrem happy, dass ich jetzt hier schon einen coolen Weg hingebaut habe und quasi schon connected habe. Denn unser Plan ist ja quasi, die gesamte Insel hier einzunehmen, also wirklich alles irgendwie mal zu bebauen. Und ich glaube, das wird die absolut krasseste Hunger Games Map oder Survival Games Map, die man sich vorstellen kann. Und ich bin extrem hyped darauf, hier mal fangen zu spielen. Vor allem, weil einfach wirklich alles ist Parcours ready. Also ich habe überall solche Schilder dran gehangen. Ich habe überall so keine Ahnung, Sachen hingebaut, damit man irgendwie von Dach zu Dach springen kann. Das ist komplett unnötig teilweise. Wirklich, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist extrem lustig. Auch dieses Ding hier, ich sag's, wie es ist. Es ist einfach cool, dass Leute auch dabei sind und Bock haben, sowas, so einen Schmarrn mit mir zu machen. Und dass wir deswegen halt von Dach zu Dach hüpfen können und hier einfach cool Parcours machen können. I love it, wirklich. Okay, ich glaube, das war's soweit. Ich habe die süßen Portale gemacht, ich habe den süßen Garten gemacht und ansonsten werde ich jetzt live gehen mit euch nochmal. Ich glaube, das ist angebracht. Kommt rum auf twitch.tv/halbzwilling. Ich bin live, geil. Und ja, lasst ein Like da. Das würde mich extrem freuen. Das wäre super cool.